Guten Morgen, Leute aus Köln. Ich schaue so ein bisschen auf das Wetter. Ich hoffe, es regnet nicht, denn ich habe wieder eine sehr verrückte Idee gehabt. Aber ich freue mich, euch mitzunehmen hier auf den ersten Tag von unserer Mini-Hotrod-Tour. Eieiei, was haben wir uns hier vorgenommen? Das hier sind die Hotrods, das sind die Dinger, mit denen wir bis nach Dänemark fahren werden. Und zwar zusammen mit Chris einmal von Hotrod Fun Köln, der die ganzen Dinger hier zur Verfügung gestellt, dass wir fahren können. Dann haben wir Micha, der noch mitfährt. Und Micha ist einfach noch nie Hotrod gefahren überhaupt. Ich bin gespannt, wie das wird. Er ist wieder Ju und der Cenk bei der Longboard-Tour. Stimmt, ja, ist wirklich so. Mit null Vorbereitung. Wir haben aber natürlich hier unsere Speakin' Racing Duffelbags mit am Start. Einfach auf den Spoiler hier raufgeschnallt. Perfekt, um alles mitzunehmen. Und dann fährt natürlich auch noch der Tim mit. Natürlich. Also einsteigen hier. Ich hab mir ein kleines Special überlegt. Stimmt, ja, wir haben Tim alle ausgelacht am Anfang. Aber jetzt sind wir neidisch. Ihr werdet so neidisch sein. Ich kann mich bis zum Hals zudecken. Ich kann los, Jungs. Also mit den Seifenkissen praktisch, aber mit Quadmotor fahren wir jetzt los. Wir haben so ein Kamerasystem hier, das ist von Sena, das ist eine Kölner Firma. Und damit können wir filmen und wir hören uns auch alle gegenseitig und es wird aufgenommen. Mal gucken, wie die Qualität ist, wir testen es jetzt einfach mal. Ist vielleicht nicht der beste Kamerasound, aber ist halt so, dass man sich versteht. Jungs, sag mal was. Jungs, Achtung, Achtung, Test, Test. Soll ich noch mal pfeifen? Nein, das ist pfeifen. Oh Gott. Wir haben ja auch kein Begleitfahrzeug und nichts und der Regen ist das größte Problem. Und in dem Moment wollen wir stoppen. Ne? Sagen, ist ja nicht ernsthaft so. Hoffentlich geht das Ding an. Ja, super, ich sehe gar nichts. Ja, tank dir schon mal, Micha schläft noch eine Runde. Moin, Meister. Moin, moin. Erstmal tanken. Wir haben ungefähr 90 Kilometer nur, die wir mit einer Tankfüllung hier fahren können. Und hier, ihr seht auch, wir müssen mal die Tasche hochheben, damit man da rankommt hier. Oh, ich warte, ist 6,17. Junge! 6,17, warte, nachrücken. Und dann schluckt er weiter. So, next one. Wie bei der Formel 1. Der nächste. Null. Die Klappe auf. Zack, ich glaube, das ist noch neue Bestzeit. Zack, voll Kanone. Also alles hier einmal voll. Und dann können wir die ersten 90 Kilometer heute mal abfahren. Ja, so Formel 1 mäßig, du sitzt da noch so drin. Ich bin bereit. Neue Reifen. Jetzt ist super sauber. Ganze 10 Euro. 10 Euro für 400 Kilometer ist gut. Ja, guck mal, das ist auch der Grund, warum wir einen Roadtrip machen, weil so günstig hast du noch nie für 100 Kilometer getankt. Nee, so günstig für 4 Autos. Das Ding ist so langsam haben wir Hunger, aber da, das Zeichen, das kenne ich. Jungs, holt Burger, okay? Ja! Gib mal der Nase nach! Ich sehe ihn da vorne! Guten Tag! Ich hätte gerne 2 Long Chicken, 900 Chicken McNuggets Menü. Ja. Das wär's für mich. Weit finden. Top! Moin, Mistig! Mein Fan! Mein Danke. Oha, guck mal, wie viele Süßigkeiten. Einmal ein Stückchen nach vorne fahren. Ja. Und der Kollege jetzt raus. Danke. Okay, ne? Ja. Darf ich mal vielleicht ein Foto mit dir machen zusammen? Ja, klar. Danke. Ja, nice. Gerne. Jo, ciao. Tschüss. Ciao. Ja, hier wird ordentlich was zu futtern. Jungs, wenn ihr Hunger habt. Jawohl. Jetzt. Jungen. Zack.
Motor aus. Oh, das ist der erste Zwischenstopp seit Köln. Irgendeiner muss erstmal auf Toilette gehen. Du weißt, dass da eine Toilette irgendwo drin ist, aber ja, läuft lieber. Und du in deiner Decke da. Ja, wir gehen's kuscheln. Ja, fährt 90 km/h. Das hat eine Quad-Zulassung, also darf man auf die Autobahn. Cool. Aber machen wir lieber nicht. Wir fahren Landstraße. Mega. Willst du was essen? Ja. Eine Pommes. Das holst du dir seinen Burger raus und mein Zeug lässt du drin. Ja. Nur weil du so bequem liegst die ganze Zeit. Ja, ich komm hier nicht raus. Du willst gar nicht raus, habe ich das Gefühl. Du weißt auch was, ne? Ja, ich hätte auch gern noch was. Bitteschön. Dann futtern wir es erstmal. Alles klar. Sommer, Sonne, Sonnenschein, grün, grün, 3, 2, 1, aus, aus! Es ist schon anstrengend, muss man sagen. Ja? Nur die ganze Zeit so. Keine Federung in dem Auto drin, nichts. Keine Servolenkung hier. Muss man gut aufpassen, dass da hinten kommt, vorne kommt. Wie viel? Wie kamen die Dinger? 170. Wie viel PS fällt? 13,6. Ey, aber großes Kennzeichen. Ja, ja. Stark. Das ist das Geilste, dass so viele Leute fragen, was ist das überhaupt? Und so viele Leute geben einen Daumen nach oben. Man hat einfach immer gute Laune, wenn man hier fährt, oder? Ja, voll. Mega. Macht Spaß? Es macht mega Bock. Es ist richtig geil. Meine Decke bewährt sich. Also, ja, die ist schon richtig kuschelig. Die ist schon richtig nice. Wir haben jetzt knapp 100 Kilometer geschafft. Bis tanken. Und dann geht's weiter. Sehr gut. Where are you from? Ukraine. Ja. Nice. Auch die ukrainischen Trucker, die sind begeistert auf jeden Fall. Von unseren Hot Rods. Aber wir haben halt ein richtiges Problem. Wir haben nämlich noch kein Hotel. Wir haben keine Ahnung, wo wir nachts schlafen. Du gerade, das nächste ist Wesel. Oder wollen wir noch ein bisschen weiter? Das Problem ist, so langsam sehe ich nichts mit Sonnenbrille. Du hast auch nur eine Sonnenbrille, ne? Wir haben vor dem Trip gesagt, wir können eigentlich nicht bei Regen und bei Nacht fahren. Und was machen wir? Genau wie bei Longmore Tour. Erster Tag Regen und Nacht. Ist immer das Gleiche. Jedes Mal. Immer wieder. Und Hotel ist reserviert. Buchung bestätigt. Hotel Kaiserhof Wesel. Kaiserhof. Der Kaiserhof. Kaiserhof. Ja, aber er wartet nicht zu viel. Also, wir mussten nämlich ein Hotel finden, wo eine Tiefgarage in der Nähe ist, weil das Ding kann ja nicht im Regen draußen stehen. Also dann wurde wieder an. Weiter geht's. Ah, Helm vielleicht, ne? So, ist doch schön. Handschuhe noch an. Die habe ich gefunden noch in der Base, ne? Sonst hätte ich keine gehabt. Und meine Handschuhe bist neidisch, ne? Ja. Man kann ja nicht immer perfekt vorbereitet sein. Das ist deine Decke? Ich habe meine Handschuhe. Ja, 3, 2, 1. Ich glaube, das war meine Brille. Ich glaube, die lag vorne drauf. Scheiße. No! Wir sind mit der Brille gefahren. Nein, was hab ich getan? Was für eine Brille? Warte mal, ich guck mal, ob die noch geht. Hey, guck mal, jetzt hast du wenigstens das Glas. Jetzt siehst du wieder was. Ja, perfekt. Ich konnte nichts dafür. Okay, jetzt muss ich wirklich dringend weg. Jo! Servus! Geiler Scheiß! Bitteschön! Micha ist weg! Micha, wo bist du? Hä? Nice! Endlich aussteige nach dem langen Dach hier! Ich spüre meine Beine nicht mehr!
Aber das ist das Hotel. Einchecken. Ja, wir parken hier, oder wie? Wir brauchen halt einen überdachten Parkplatz. Das heißt, wir checken jetzt hier ein und dann da drüben irgendwo ist ein Parkhaus, habe ich gesehen. Ich bin der Logistiker, weißt du, wenn Bernie nicht da ist, ich das. Deine Frisur sieht aus, als wärst du ein richtiger Professor. Ich bin auch Professor. Ich habe die Dinge erfunden. Das sind meine Seifenkisten hier mit 13,6 PS Motor. Wie viel Kubik? Ja. 170 PS. PS voll. 170 TCM Kubik mit 13,6 PS. Hier in den Zack reingeballert. Und dann so Tüter-Tag geht das ab hier. Schnell einchecken. Ich habe gerade ein Zimmer reserviert. Okay. Ja, Dankeschön. Jetzt bin ich gespannt, ob es auch so kaiserlich ist. Ja, bei dir ist eher weniger kaiserlich. Ich gehe schlafen, Junge. Boah, ich bin echt fertig. Aber wir gehen schnell parken und dann brauche ich irgendwas zu essen. Vier Autos, nur ein Ticket. Aber das macht ja auch Sinn. Wir verbrauchen nur einen Platz. Ja. Und den Rest zum Geld geben wir fürs Essen aus. So, Rode. Jungs, erste Etappe ist geschafft. Wir haben gerade geguckt, wir haben gerade mal 110 Kilometer gefahren. Ey, es fühlt sich an, als ob wir 400 Kilometer gefahren sind. Es fühlt sich an, als ob ich den ganzen Longboard-Tour-Tag hinter mir bin. Man ist so komplett durchgeschüttelt und irgendwie fertig. Aber man muss sagen, wir sind ja auch erst um 4:30 losgefahren, weil es den ganzen Tag vorher geregnet hat. Morgen ist das Wetter hoffentlich besser, dann können wir früher losfahren. Morgen schaffen wir 200, ja? Easy. Safe. Und dann seid ihr auch wieder dabei beim nächsten Longboard-Tour-Vlog. Es fühlt sich ein bisschen an, wie Tag 1 der Hot Rod Tour war es heute. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder dabei. Schaut auf Instagram, dann wisst ihr, wo wir sind. Wenn ihr sehen wollt, was wir schon mal mit den Hot Rods in Köln gemacht haben und welchen Trick Parkhäuser hassen, dann klickt auf jeden Fall hier oben. Ansonsten gibt es hier noch die letzte Felix vs. Show und wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Vlog. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.